Ja, erstmal herzlich willkommen zum Modern Koi Blog. Und was machen wir heute? Hallo Martin, hallo Tim und liebes Konishi-Team. Ich habe vor gut 5 Wochen eine Anfahrt von rund 600 Kilometern auf mich genommen, um meinen Erstbesatz bei euch auszusuchen. Es hat sich gelohnt, die Jumbo Tosa entwickelt sich super. Nun meine Frage. Ich habe meinen Teig 55 Kubik im Sommer in Betrieb genommen. Meine Filterung besteht aus einem ca. 5 Kubik Bürstenfilter mit anschließend 1,4 Kubikmeter Helixkammer im Up-Down-Flow-Prinzip. Ich habe beobachtet, dass die Bürsten nach einzelnen der Fische relativ verschmutzt sind und auch der Teich seine anfängliche Klarheit verloren hat. Jetzt nach ca. 4 Wochen sind die Bürsten aber auf einmal wieder fast sauber und der Teich ist wieder glasklar. Kann es sein, dass dies mit der sich bildenden Bakterien zu tun hat? Wenn ja, können diese Bakterien die Bürsten reinigen? Über eine Antwort würde ich mich freuen. Macht weiter so. Viele Grüße aus Niedersachsen. Sebastian. Sebastian, tolle Beobachtung und genau so ist es. Was machen wir bei der biologischen Filterung? Wir versuchen, Bakterien in unseren Filtern anzuzüchten. Wir versuchen, ihnen ein Milieu anzubieten mit Besiedlungsfläche, Anströmung etc. pp., dass ich irgendwann so viele davon habe, dass sie darauf leben und das entstehende Ammonium in Nitrit, das entstehende Nitrit in Nitrat umzubauen und so ein fischgesundes Wasser zu erzeugen. Irgendwann steht das Ganze im Gleichgewicht. Das heißt, das, was über das Futtereiweiß an Ammonium ins Wasser bekommt, habe ich die entsprechende Menge an Bakterien gegenüberstehen, die dieses Ammonium in Nitrit und andere Bakterien wieder in geeigneter, in richtiger Anzahl das Nitrit wieder in Nitrat umsetzen. Ein perfekter Kreislauf funktioniert hervorragend. So. Was ist mit dem Kot? Und das ist, was du beobachtet hast. Du setzt Fische rein, der Teich wird erstmal trüb, klar, die scheiden Kot aus und jetzt kommt er in die Bürsten sind noch neu, der Bürstenfilter ist neu, da ist noch keine Biologie drin. Aber die Biologie, die sich im Bürstenfilter bildet, das ist nicht nur diese autotrophe Biologie, die sogenannte Nitrifikation, die wir eben beschrieben, Ammonium in Nitrit und Nitrit in Nitrat umsetzt, sondern da gibt es auch ganz viele Kleinstlebewesen, Bakterien, Pantoffeltierchen etc. pp., die eben von diesem Kot leben. Die Bakterien sind sogenannte heterotrophe Bakterien, weil die von Nährstoffen leben, wo Kohlenstoff gleich mit drin ist. Die Autotrophie hingegen ist Biologie, wo kein Kohlenstoff mit drin ist. NH4 plus Ammonium, NO2 minus Nitrit ist kein Kohlenstoff drin, also sind diese Bakterien autotroph. Und wenn jetzt auf der anderen Seite genauso viele Bakterien und Kleinstlebewesen in deinem Bürstenfilter sind, die sich mit dem Abbau des entstehenden Kotes beschäftigen und deine Futtermenge genau gleich ist und du die richtige Biologie gleich zu Anfang bekommen hast, weil so eine Biologie verändert sich auch permanent, so ein Mikrobiom, dann kann es durchaus sein, wenn keine Algen dazukommen, wenn du keine Algen hast, keine Fadenalgen, die dann auch noch zusätzlich in den Filter kommen, dann ist es durchaus möglich, dass der Kot permanent abgebaut wird. Und wie viele Kunden kenne ich heute, die sagen, ich habe meinen Bürstenfilter 1, 2, 3 Monate den ganzen Sommer nicht sauber gemacht und wann immer ich reingucke, es wird einfach nicht mehr Schmutz. Die lassen vielleicht manchmal am Boden ein bisschen ab, aber die Bürsten werden nicht dreckiger. Ist wichtig, das funktioniert in den meisten Fällen nur dann, wenn ich ein gutes Algenmanagement habe, dass der Filter nicht mit Algen zusetzt. Dann ist das immer wieder das immer wiederkehrende Reinigen einfach unverzichtbar. Aber das, was du beobachtet hast, ist einfach Biologie. Oder wie stellen wir uns eine normale Kläranlage vor? Ja, da kommt ja auch Unmengen an Kot an, ja, und der muss dort ja auch irgendwie abgebaut werden. Und das sind einfach Bakterien, Kleinstlebewesen, die beschäftigen sich damit. Es geht nicht immer nur um Ammonium und Nitrit. Leider ist das in den ganzen Koi-Büchern, in der ganzen Literatur überall immer so in den Fokus gerückt. Weil das natürlich, wenn ich mit meinen Stickstoffverbindungen Ammonium und Nitrit, wenn das Management, die Filtration oder die Aufbereitung, ist ja keine Filtration im engeren Sinne, wenn die Aufbereitung hier nicht klappt, habe ich kurzfristig den Effekt, dass meine Fische krank werden und mitunter auch sterben. Ja? Also sollte da schon ein Fokus drauf liegen, aber das ist ja bei weitem nicht die einzige Biologie, die ich brauche. Weil wir dürfen ja auch nicht glauben, dass der ganze Kot, der im Teich entsteht, der wird zum einen nicht komplett von meinem Biofilter oder von meinem mechanischen Filter zurückgehalten. Man denke an den vielen Mikroshit. Der geht auch durch einen Trommelfilter durch, der geht auch durch einen Papierfilter durch. Und deshalb, wer richtig klares Wasser will und eine richtig starke Biologie, der sollte auch keinen bewegten biologischen Filter haben, weil da wird der Mikroshit immer noch weiter verkleinert und gemacht und getan.
Wenn das aber ein ruhiger fließender, ein statischer Filter ist, dann kann sich dort auch ganz diese Biologie, wie eben beschrieben, ansiedeln, die sich eben mit dem Abbau von diesen Kotbestandteilen beschäftigt. Ja? Und so einfach ist das Prinzip. Und darum arbeiten die Japaner immer mit riesengroßen Filtern, in der Regel immer entlang der Längsseite der Becken. Und dann wissen die, wenn das Wasser da ganz langsam durchgeht, dann kriege ich da irgendwann mal eine ganz starke Biologie. Und das ist auch wieder der Grund, warum ich auch einen Bürstenfilter, auch wenn er für uns in unserem Kopf ein mechanischer Filter ist, der also die Schwebstoffe zurückhält, deshalb sollte ich den auch nie mit Teichwasser oder mit Hochdruck, niemals mit Leitungswasser oder Hochdruckreiniger reinigen, weil ich da die ganz wertvolle Biologie, die da drin steckt und die auch ganz viel Ammonium und Nitrit abbaut, die würde ich damit zerstören. Drum mit Teichwasser, mit einem weichen Strahl ausspülen, den Dreck raus, dann hängt auf den Bürsten, hängt noch ein Teil der Biologie drauf und die fängt dann relativ schnell an, sich wieder zu vermehren, weil gerade die heterotrophen Bakterien, die vermehren sich 100 Mal weiß ich jetzt nicht, aber ums x-fache schneller als die Autotrophie, weil die Heterotrophie einfach einen gedeckten Tisch hat. Da ist alles auf einmal drauf, was ich benötige, auch der Kohlenstoff. Die Autotrophen, die Nitrifikanten, wo Ammonium und Nitrit abbauen, umbauen, die müssen den Stickstoff, holen sie sich aus dem Ammoniumnitrit und den Kohlenstoff, was sie für die Zellteilung brauchen, den müssen sie dann aus der Wasserhärte beispielsweise beziehen. Und das ist ein energetisch sehr viel aufwendigerer Prozess und darum vermehren die sich auch so langsam und darum braucht es auch immer Monate über Monate, bis so ein Filter mal richtig eingelaufen ist. Tolle Beobachtung, mir hat der Blog gefallen. Mach's gut und dann sehen wir uns nächstes Jahr im Outlet wieder. Die Zucht bei Makoto läuft hervorragend und darum werden wir da auch wieder tolle Fische da haben. Bis dann. Ciao.